Ja, hallöle, Freunde der guten Laune, besser zur Haltung und damit hallo, herzlich willkommen im wunderschönen guten Tag zu solch später Stunde am Sonntagabend zum Crime Simulator, den Prolog, das in die Richtung vom Thief Simulator so ein bisschen schlagen soll, nur dass das Ganze mit einer etwas größeren Portion Gewalt daherkommt und was ganz cool ist, ihr sitzt nämlich schon hier im Mehrspielermodus, ihr könnt das Ganze im Koop spielen, ob mit Freunden oder mit anderen, das werden wir in der Folge testen, wir werden heute auch ein kleines Trainingsgelände ablaufen, sofern das funktioniert im Prolog, halt ein kleines Tutorial, wie das Ganze funktioniert und wir werden uns den Einzelspielermodus angucken. Also mal gucken, wird vielleicht ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, ich weiß es noch nicht. Holt euch was zum Snacken, habt viel Spaß und kommt gut auch schon mal in die neue Woche hinein. Wir haben Sonntagabend, wir gucken uns mal hier das Trainingsgelände an und mal schauen, was wir hier machen können. Wie gesagt, es soll laut kommentarlos Rezession anderer User so ein bisschen in diesem Bereich Thief Simulator gehen, dass halt in anderen Häuser gehen und Sachen klauen müssen, Sachen verwüsten können, aber auch andere Leute angreifen können, weil es sind nicht nur wir, die Dinge klauen wollen. So viel schon mal dazu. Gut, da sind wir auch schon. Trainingsgelände, hier kannst du lernen, wie man spielt. Folge der Liste der Aufgaben auf der rechten Seite des Bildschirms. Drücke im Zweifelsfall T, um alle verfügbaren Tutorials zu sehen. Okay, schließe die Ausbildung ab. Check, einfache Steuerung. Gucken wir einfach mal. So, wir gucken erstmal, wie das Ganze läuft. Ah, ja, ich merke schon, die Steuerung ist sehr interessant. So, wer bist du denn? Gespräch. Yeah. Ah, versuch mir den Arsch. Okay, weil wir können ja auch natürlich schlagen. Gespräch beenden. Ah, oh. Hey. Okay. Oh, ging aber ein bisschen sehr schnell. Hat er was fallen lassen? Oh, der hat was fallen lassen. Crack! Ach, hier gibt's auch Drogen. Alter Falter, Hände weg von Drogen, Freunde. Mit der linken Maustaste könnt ihr schlagen, mit der rechten könnt ihr euch verteidigen. Okay. Gut, ganz normal, WST laufen und so. Wir können uns ducken. Wir können pfeifen. Springen können wir auch, okay. Wir haben keinen Inventarshop. Was ist das hier? Einen Schlüssel haben. Werkzeuge. Wertsachen, also hier ist das Allgemeine. Dann können wir auch auf den Charakter gehen. Hier, das sind wir. Sehen irgendwie fast aus wie so eine Kampfeinheit. Natürlich auch mit Attributen, die wir aufleveln können. Und das Tagebuch ist es erhält. Ja. Die aktuellen Aufgaben im Endeffekt. Standorte und so weiter und so fort. Gut, was können wir noch machen? Schnellmenüauswahl ist mit Q. Ah. Emojis können wir machen, zum Beispiel. Ach, guck mal, der lebt wieder. Tagebuch. Okay, Charakter und so, also Schnellmenüfunktion. Dann haben wir Y für Chatfunktion. Der funktioniert bei mir aktuell irgendwie nicht, oder doch? Nö. Ach, wir können mit dem Controller spielen? Jein, also irgendwie fehlt mir der rechte Stick. Oh, links ist auch ganz interessant. Guck mal hier. Wir geben natürlich auch Geräusche ab, wenn wir uns bewegen. Jetzt ist natürlich die Frage. So ist leise, okay. So sind wir natürlich auch noch im Sichtfeld für ihn hier. Wenn wir natürlich jetzt hinter seinen Rücken verschwinden sollten. Ich weiß nicht, ob er sich das umdreht. Da, guck mal. Sinkt das ein wenig irgendwie. Na gut, okay. Wir gehen mal hier rein. Denn ich denke mal, Waffen wird es hier auch wahrscheinlich geben. Ach, guck mal hier, was ist denn hier los? Oh, ihr seid ja aggressiv drauf, was ist denn hier los? Suchen die mich? Hä? Hey, Chili. Ach, die haben mich schon gesehen. Chili Mamilli. Okay, alles klar, komm gerne runter. Hört abwarten hier. Habe ich irgendwie welche Waffen? Ach, guck mal. Pfefferspray. Oh. Na ihr? Seid ihr bereit? Yeah. Okay. Nee, abbrechen. Ich glaube. Ah! Schlag! Ja! Oh. Okay. Der Horst ist tot.
Okay, noch einmal. Ja, weil die mich da oben wahrscheinlich gesehen haben. Okay, der erste. Ist aber scary, ey. Ah, guck mal, wir sind auch hinter Wänden, wo die sich verstecken. Na, Lüle, Freunde! Okay, der kriegt gar nichts hier mit. Schleichangriff. Haben die was fallen lassen? Nö. Oh, ein Baseballschläger. Oh, das sieht aber brutal aus. Ist ja wie Abigail. Hallöle! Okay. Können wir jetzt aufsammeln? Da sehe ich doch einen. Hallöle! Okay. Ja, es ist ein bisschen brutaler, aber jetzt auch nichts so Schlimmes. Können wir den Backstein hier nehmen? Nö. Okay. Also die G5-Gänge haben wir geschlagen. Ah! Schlägeblock mit rechts. Okay. Wirf eine Waffe weg. Ja, wie geht denn werfen? Wir nehmen mal so hier. Hä? Warum bin ich denn tot? Guti! Das war da schon mal sehr aufschlussreich gewesen. Jetzt geht's weiter zum Einzelspielermodus, bevor ich es gleich vergesse, Freunde. Das Ganze kommt auch für die Konsole raus. Habe ich vollkommen vergessen zu sagen, wird wahrscheinlich auch den Cosplay beinhalten. Also für die Xbox und die Playstation soll das Spiel auch noch erscheinen. Möchtest du erst auf den Trainingscanner? Nee, war ich schon gerade gewesen. Ich kenne mich voll aus. Nur mit dem Schlagen von Gegnern in die Flucht habe ich es nicht ganz so. Okay. Willkommen bei Crime Sonata. Dies ist eine Free Room Sandbox, in der du ein Krimineller wirst. Stiehle, schlage Leute zusammen und erledige Aufträge, um Geld zu verdienen. Du kannst tun, was du willst. Schaffst du es, der beste Kriminelle zu werden? Die Vollversion wird mehr Informationen und eine längere Geschichte enthalten. Der Prolog ist nur eine Einführung in das Spielgeschehen. Alles Klärchen. Also, wir werden später in der Vollversion auch eine kleine Story erhalten. Was haben wir hier? Upgrade kaufen. Ah, okay. Wahrscheinlich hier alles hier ein bisschen schöner zu machen. Stoff. Papierkorb. Ach, wir machen ja auch sauber. Okay, warte mal. Raum mal ein bisschen schöner hier machen, war, würde ich sagen. Gut. Achso, das können wir wahrscheinlich auch wegmachen. Dann gehen wir mal kurz hier hin. Was können wir hier Schönes machen? Ach, relativ simpel. Okay, wir brauchen erstmal Geld. Jetzt gehen wir mal in den PC. Hier können wir Tools wahrscheinlich kaufen, genau, hier neue Sachen kaufen. Ich habe aber aktuell, glaube ich, nicht viel Geld, wa? $5? Oh, wollte es nicht dagegen schlagen. E-Mails von Caesar. Hey, hier ist eine Kleinigkeit für einen guten Anfang. Hey, hier ist eine Kleinigkeit für einen guten Anfang auf deinen neuen Lebensweg. Viel Glück bei dem Job. Schlösser knacken 5-mal, Bandage 1-mal, Hinweispaket, okay. Gut, das haben wir. Du hast dich also für das Leben eines Verbrechers entschieden. Erlaubt mir daher, dich einzuführen. Okay. Ausschalten, Auftrag annehmen. Okay, haben wir. Von Caesar. Kostenlos einsammeln. Gut. Ist hier irgendjemand in dem Haus drin? Das ist aber wirklich. Der ist aber von den Machern von Thief Simulator, bin ich der Meinung, war. Ist ja komplett. Das ist es. Also ist ja komplett die Engine hier. Juti! Da gucken wir mal. Ist M-Map? Nee. Wir machen mal hier. Nee, ist Quarky Talky. Wir gehen mal hier auf Tagebuch. Standort. Oakville. Aha. Okay, na gut, es ist Sandbox, weil wir brauchen ja gar keine Mission. Wir gehen einfach dahin. Ein Auto haben wir auch anscheinend. Ah, das müssten wir aber wenn reparieren. Habe ich, was habe ich denn eigentlich für Wertsachen hier? Da, 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 da.
Ah! Hallöle, die Post ist da! Wo denn? Okay. Okay. So, na, wie war's aus dem Simulator? Können wir, obwohl, wir können die Schränke gar nicht öffnen, sehe ich gerade. Also, so gut wie gar keine Notiz zum Tagebuch, Kaffeemaschine. Aber die Schränke können wir nicht öffnen, das ist natürlich ein bisschen schade. Okay. What the? Oh! Hey! Fuck. Ah! Das war aber ein kurzer Spaziergang gewesen. Gut. Ja, ich weiß nicht, wo ich das hinbringen soll. Ich bring's einfach jetzt hier irgendwo hin. Ah, hier. Okay. Also ich weiß gar nicht, es ist von den Machern von C-Simulator, zumindest ist es hier, sieht es genauso hier aus. Wer ist er hier? Ein Dealer oder was? Hallöle? Darf ich hier rein? Was willst du? Lass den alten Mann in Ruhe, ich konnte dich aus der nächsten Stadt riechen. Irgendwelche Tipps für mich? Ja klar, danke für den Dollar. Aha, okay, vergiss es. Alter, hier... Warum ist denn, der lebt ja wieder? Wo ist denn der jetzt? Kumpel! Stop it! Hä? Hey! Bleib stehen! Bleib stehen! Das ist ein eigenes Haus, warte! Die will nicht mit mir reden. Ach, da können wir doch gar nicht mehr schlagen. Also, er hat einfach so viel Angst. Da stehen wir ihm weiter. Es ist aber sehr simpel gemacht, muss ich sagen. Also, klar, ihr könnt auch reinschleichen und so, aber. Ja, viel zu holen ist hier auch nicht. Okay. Hä? Bist du bescheuert? Eine Kamera. Stop it. Hä? Was ist denn mit ihm? Der macht mir ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. What? Hä? Okay. Oh. Der hat aber große Schuhe. Holla, die Waldfee. Bisschen Stoff. Oh, bisschen Geld. Warte mal, hier liegt noch ein bisschen was. Ein Wecker. Ah, doch, ein paar Schubladen können wir aufmachen. Das ist anscheinend nicht wichtig. Pulli. Liegt hier sowas? Nee, guck mal, hier liegt sowas. Okay, ein Tonband. Okay, das ist... Ah, ein Dollar. Wollte gerade sagen. Abu! Stop. Hast dich erschreckt, wa? Das ist aber auch... Okay, alarmierte Polizei, keine Ahnung. Wir haben einfach noch ein Fragezeichen, das weiter draußen... Ja, das Gröbste habe ich mir jetzt hier angeguckt. Fragezeichen ist auf der anderen Seite. Ah, okay. Rang aufgestiegen. Ich habe eine neue E-Mail erhalten.
Erstmal hier, guck mal das Fragezeichen an. Hier war. Achso. Jackson Haus. Haben wir geschafft. What? Hallöchen. Was geht, Kumpel? Dein ganzes Geld, sofort. Oh! Der hat sogar ein Messer gehabt. Alter Falter. Naja. Wo ist denn der Drogendealer? Drogendealer! Alter, hier pennst du? Okay, dich raube ich nicht aus. Das ist ja schon traurig genug. Gut, was haben wir noch hier eigentlich alles in unserem Inventar? Bandage? Okay. Okay, jetzt können wir halt quasi von Haus zu Haus gehen. Was brauche ich dafür? Ach, größere Attribute zum Schlösser knacken, okay. Stell dich mir in den Weg und du bist tot. Ist das Kleber? Hyperkleber, okay. Schrott, Schrott. Zack. Ja. Oh, und Radio. Radio und Geld. Oh, Scheiße. Polizei. Die Bullen. Shit, die Bullen, die Bullen. Von wo kommen sie? Scheiße! Geh nicht wieder in den Knast! Oh! Ganz ruhig! Warum schreit ihr denn so? Oh, könnt ihr uns austasern? Ah, testen wir mal auch. Oh, er ist wieder weggerannt. Cannabis-Samen. Okay, also ihr könnt im Endeffekt auch Drogen und so herstellen oder Drogen und so verkaufen. Ja, ist ja ganz interessant gemacht. Ist halt immer ein bisschen schwierig beim Prolog, wo man natürlich hier nicht viel im Spiel hat. Es soll ja später eine Story kommen. Für mich wäre es jetzt ein bisschen zu einfach. Also ein bisschen zu simpel. Aber ist in Ordnung. Wer hustet denn hier, mein Freund? Ah. Ach ey, das ist aber auch... Hä? Oh, shit, die Polizei ist stark. Juti, das war der Einzelspieler-Modus gewesen. Gucken wir uns mal, wie es beim Mehrspieler-Modus aussieht, ob man jetzt einfach so reinkommt. Er verbindet zumindest mal, ob wir vielleicht irgendeinen Server entdecken, hier und da. Ich denke mal, wir machen uns dann... Ah, guck mal, einen Raum erstellen, einen Raum beitreten, zufällig beitreten. Ich denke mal, zufällig beitreten, wenn ihr einfach irgendwie spielen wollt, ist die beste Möglichkeit. Okay. Region auswählen. Automatisch. Raum erstellen, einen Raum beitreten. Raumname eingeben. Okay, zufällig ist anscheinend nicht. Verbindung wiederherstellen. So. Okay, das klappt irgendwie auch nicht. Einfach mal irgendwo zufällig beitreten. Passiert gar nichts. Einen Raum beitreten. Das ist der Raumname. Da müsst ihr was eingeben. Einfach mal irgendwie S eingegeben. Aber ich glaube, das macht auch wenig Sinn. Wir können mal angucken, wie es funktioniert. Ihr könnt ja auch einen eigenen Raum erstellen. Das wird jetzt die... Ach, verwundete Spieler im Spiel 2. Ah. Spieler im Spiel. Jetzt ist es 69. Okay. Zufällig beitreten. Passiert nichts. Region auswählen. Wir nehmen mal EU einfach mal. Mal gucken, ob hier was passiert. Gut. Und einem Raum... Machen wir zufällig beitreten. Passiert gar nichts. Okay. Dann können wir ja wenigstens mal hier... Einladungscode. Raum erstellen. Ein öffentlicher Raum. Ja, aber wie sehe ich denn hier einen öffentlichen Raum? Das ist ein bisschen schade. Also, zufällig beitreten ist wahrscheinlich öffentlicher Raum. Ein Raum beitreten. Müssen wir S eingegeben. Mal gucken, ob hier irgendwas rauskommt. Also es sind in der EU sind schon mal 70 Leute, die es aktuell spielen. Jetzt ist natürlich ein bisschen doof. So, jetzt rein zufällig kommen wir nicht rein. Das kann aber auch daran liegen, dass... Leute halt keinen öffentlichen Raum haben. Ihr könnt das öffentlich machen. Wir können das ganz gerne mal kurz durchgehen. Ist ja für euch ganz interessant, wenn ihr einen Raum erstellt.
könnt ihr einen Einladungscode machen. Den wollen wir aber nicht machen. Ihr könnt, wie gesagt, auch einen öffentlichen Raum machen. Achso, Einladungscode gibt es schon. Ist aber öffentlich, okay. So, mein Name einfach mal Steffen. So, erstellen. Spieler im Raum, Stickutin. Spiel starten, Raumeinstellung. Lustige Stimmen, ja. Grüße, Körpers. Meme-Todesgeräusche, okay. Okay, so sieht's im Mehrspielermodus aus. Ich weiß nicht genau, ob es euer selbiges Haus ist. Wahrscheinlich schon. Auf alle Fälle mal interessant. Ich geh mal raus. Aber ich habe den Baseballschläger immer noch in der Hand, den ich mal gefunden habe. Hallöle! Kalem! Oh! Hey, schlag doch mal! Okay. Ach nee! Also, ihr kommt in diesen Mehrspielermodus. Erstmal habe ich mich schwer verletzt. Auch toll. Ihr kommt in diesen Mehrspielermodus. Und im Endeffekt ist es dann so: schnell bandagieren. Dass ihr halt eure Story weitermacht. Nichts anderes. Der Fernseher ist weg, der ist wahrscheinlich im Auto. Was haben wir hier? Ach, hier können wir Gegenstände verkaufen. Müll können wir verkaufen. Okay. Ja, also ihr könnt entweder Einzelspielermodus machen. In der aktuellen Prologphase, wie gesagt, könnt ihr auch einfach den Mehrspielermodus lassen. Dann laufen wir da andere rum. Und jetzt können wir mal unser Raum hier aufbessern. Ah, oh, das sieht ja hübsch aus. Mit Abspeichern und all dem. Cool. Lager, schön. Oh, das sieht aber sehr nett aus. Das sieht sehr edel aus. Klar, Aussehen können wir auch ändern. Ist auch irgendwas Normales? Oh. Hände. Oh, verdammt. Hoppala. Der Horst ist tot. Ja, also ich muss ehrlich gesagt gestehen, es ist wieder C-Simulator. Es hat sehr viele Assists, sehr viele Dinge von C-Simulator übernommen. Ich weiß, wie gesagt, jetzt nicht, ob es von selben Entwickler ist. Wenn, könnte ich es mir gut vorstellen, weil es halt ein schönes Online-Erlebnis, ein Mehrspielerlebnis ist. Es ist natürlich aktuell echt wenig. Also wirklich jetzt nur stur von A nach B laufen, Sachen klauen, ohne Auskundschaften, ohne Story ist natürlich wenig. Wir dürfen aber nicht vergessen, es ist immer noch eine Prologfassung, aber rein theoretisch gesehen, genau. Können wir auch den hier schlagen und alle Sachen hier mitnehmen. Also wir dürfen hier eigentlich alles machen. Guck mal, jetzt sogar ein Minikit. Traum was hier? Nö. Das dürfen wir nicht vergessen, das soll mit der Vollversion auf alle Fälle ausgebessert, ausgebaut werden. Das ist jetzt kein Kritikpunkt. Mir ist es persönlich ein bisschen zu öde. Es richtet sich, glaube ich, eher so ein bisschen, ich sag jetzt mal, vermeint an die Jüngeren, die einfach nur drauf loshauen wollen. Mehr auch nicht. Wie gesagt, aktuell in der Produktfassung sieht das so aus. Ihr habt diese Karte hier. Könnt, glaube ich, noch einen anderen Ort fahren und was mit einer Farm. Das ist ja halt alles sehr eindimensional noch gelassen. Eure Sachen verkauft ihr nicht in irgendeinem Laden. Das kommt bestimmt später auch mal. Die verkauft ihr im Endeffekt einfach nur in eurer Biotonne, nämlich hier auf der linken Seite. Da könnt ihr Sachen verkaufen. Wahrscheinlich auch irgendwelche Drogen oder so. Wir gehen einfach mal hier hin. Guck mal, da könnt ihr die ganzen Sachen jetzt hier verkaufen. Hier einmal alles verkaufen. Warum jetzt aber irgendwie wieder alles aufgetaucht ist, obwohl ich schon... Weiß ich auch nicht. Achso, weil ich gestorben bin, deswegen. Weil wir müssen ja auch abspeichern. Ja, aber ansonsten, ja. Ich denke mal, für die Konsolenliebhaber wird es auch nochmal was Interessantes sein. Ich weiß natürlich nicht, wo der Preis sich später ansiedeln wird in der Vollversion. Viel darf es eigentlich nicht wert sein, weil, sorry Leute, das ist halt auch nicht allzu viel. Es ist lustig gemacht, ja. Wir haben viele Sachen, die wir machen können. Natürlich auch später mit den Chatten, vielleicht ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Test, 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 Test. Keine Ahnung, ob er mich hören sollte oder so.
Test, Test. Keine Ahnung. Hört mich jemand? Hallo, 1212. Ich bin hier gerade vorm Haus. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, das wird auf alle Fälle sehr interessant sein. Für mich ist es in keinster Weise was. Lasst mich mal gerne wissen, ob was für euch wäre. Wie gesagt, in der aktuellen Fassung, es ist kostenlos. Probiert es gerne einfach mal aus. Ich habe hier einfach richtig Spaß daran. Und ich würde mal sagen, wir sehen und hören uns einfach bei der nächsten Folge. Bis dahin. Hoppala. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüssikowski. Also von der wird es jetzt hier keine Folge geben, um ehrlich zu sein. Das ist jetzt überhaupt nicht meins. Aber dem werden wir nochmal vermöbeln hier. Ah, warte mal ab. Schleichen hier? Ah, ja. Damm, mein Freund. Ich habe auf dich gewartet. Ich bin sauer. Ja. Warte mal ab. Ah! So, mein Freund. Geld, Money, fick nicht mit dem Ficker. Gut, ja. Was nun?